Hallo, herzlich willkommen zur Partie FC Bayern München gegen Hertha BSC Berlin. Es ist der 25. Mai 1991. Es ist der 31. Spieltag. Die Bayern-Fans 44.000 im Münchner Olympiastadion. Nicht ganz ausverkauft, obwohl es für die Bayern noch um die deutsche Meisterschaft geht. Die Bayern genau 2 Punkte hinter dem Überraschungstabellenführer, hinter dem ersten FC Kaiserslautern. Tja, und die Hertha, Hertha BSC Berlin, der Aufsteiger, ist seit exakt 2 Spieltagen schon abgestiegen. Also für die Hertha geht es nur noch ums Schaulaufen, für einige Spieler vielleicht auch noch, um sich für andere Bundesligisten zu empfehlen. Für die Bayern geht es nach wie vor um die Meisterschaft. Der Unparteiische dieser Begegnung, Hans-Jürgen Kasper, da sehen wir die Bayernbank. Jupp Heynckes und Egon Cordes, der Co-Trainer, daneben Uli Hoeneß, der Manager, Dr. Müller-Wohlfahrt. Klaus Augenthaler sehen Sie auch, der kann nicht spielen, ist verletzt. Für ihn heute ein ganz junger Mann mit seinem ersten Bundesligaspiel in der Bayernabwehr, Rainer Aigner. 23 Jahre alt, wie gesagt, heute mit seinem ersten Bundesligaspiel. Die Bayern mit Aumann im Tor, Aigner, Pflügler, Reuter und Strunz in der Abwehr. Dann im Mittelfeld Thon, Effenberg, Bender, Sternkopf und im Sturm Brian Laudrup und Roland Wohlfahrt. Also, los geht's. Die Bayern kämpfen nach wie vor um die deutsche Meisterschaft. Und Roland Wohlfahrt mit dem ersten Versuch, ihn zu bezwingen. Marco Sehner, der Stammtorhüter der Berliner Walter Junghans, verletzt. Seit 2 Spieltagen im Tor, macht also heute sein 3. Bundesligaspiel. Der erst 19-jährige Marco Sehner in seiner allerersten Bundesliga-Saison. Abseits von Brian Laudrup. Und das ist der Trainer der Herthaner, Peter Neururer. Der Trainer und Hertha BSC in dieser Saison 1990-91, das ist so eine Sache. Der Aufstiegstrainer Werner Fuchs, der durfte bis November bleiben. Dann kam Paul Czernay von November bis März. Und seit dem 13.03. also Peter Neururer, der neue Trainer der Berliner. Und es gibt Stimmen, dass auch er nicht mehr das Saisonende bei der Hertha erleben wird. Die Bayern mit Effenberg. Laudrup. Und wieder Effenberg im defensiven Mittelfeld. Foul. Klare Sache, muss Foul geben nach dieser Attacke gegen den Dänen, gegen Brian Laudrup. Und Manfred Bender mit dem Freistoß für die Bayern. Flügler mit vorne, keine Gefahr, die Berliner können klären, aber die Bayern setzen gleich zu, die wollen die deutsche Meisterschaft. Und hier das Foul an Olaf Thon. Oh ja. Olaf Thon und Jupp Heynckes sieht das ganz genauso. Ja, seit Jupp Heynckes bei den Bayern ist, seit 87. Das erste Jahr ohne Titel, aber dann 89 und 90 jeweils die Meisterschaft geholt. Und sie wollen jetzt zum zweiten Mal das schaffen, nämlich 3 Titel in Folge. Die Bayern schafften es ja bereits 85, 86 und 87.
den Titel dreimal an die Isar zu holen. Jetzt also 89,90 und eventuell auch 91. Michael Sternkopf, gefährlich. Stefan Reuter, letzter Mann heute für Klaus Augenthaler. Und wir sind gespannt, was wir von den Berlinern erwarten dürfen. Heute nicht allzu viel, nehme ich an. Seit dem zweiten Spieltag sind die Berliner ununterbrochen auf dem allerletzten Tabellenplatz. Erst zwei Saisonsiege gefeiert, kommen nach München mit 16 Spielen ohne doppelten Punktgewinn. Und da muss man kein Prophet sein, dass es auch heute hier an diesem 25. Mai 1991 für die Berliner nicht viel zu holen gibt. Die Bayern haushoher Favorit. Uwe Rahn wird gefoult und folgerichtig hat Schiedsrichter Hans-Jürgen Kasper auf Freistoß für die Berliner entschieden. Peter Neuburer mit den ersten Instruktionen, seine erste Station als Bundesliga-Trainer. Aber auch er konnte natürlich den Abstieg der Herthaner nicht mehr verhindern. Er ist ja erst seit dem 13. März, also seit knapp zwei Monaten, im Amt. Laudrup. Sternkorb versucht der Doppelpass. Schön aufgepasst. Und jetzt für die Berliner gilt es erstmal das Spiel zu beruhigen. Sternkopf, kein Foul. Und weiter geht's mit den Berlinern. Stefan Reuter, der Weltmeister. Dann Rainer Aigner. Also ganz klar in dieser Anfangsphase die Bayern mehr vom Spiel, versuchen gleich druckvoll zu agieren, während Hertha das Spiel sehr, sehr ruhig angehen lässt. Ran. Und die Chance. Letztlich keine Gefahr für das Tor von Raimund Aumann. Nach dem Schuss von Robert Holzer.
Also es könnte auch eine ganz schwierige Situation nach dem Abstieg der Berliner geben, denn man munkelt, dass es Lizenzprobleme gibt bei der Hertha und dass sie im nächsten Jahr nicht mal zweite Liga spielen können, aber da ist noch nichts in trockenen Tüchern. Laudrup. Immer noch Laudrup, schwer vom Ball zu trennen, aber jetzt die Berliner mit dem Konter. Abseits. Gut gesehen vom Schiedsrichterassistenten, besser gesagt vom Linienrichter, Freistoß Bayern. Sternkopf, schneller Antritt und wird gelegt, klare Sache. Ja, Michael Sternkopf, das haben wir gerade eben schon gesehen, extrem schwierig vom Ball zu trennen, der 21-Jährige, der sich in dieser Saison bei den Bayern noch nicht durchgesetzt hat. Heute ausnahmsweise mal von Beginn an ran darf. Aber wie gesagt, erst 21 Jahre alt und das erste Bundesliga-Jahr bei den Bayern. Und da gilt es erstmal noch etwas zu lernen. Schöner Versuch von Olaf Thon. Viele Federball, aber im Endeffekt nicht hart genug für Marco Sena in seinem dritten Bundesligaspiel. Stürmerfoul gepfiffen für Hansi Pflügler. Schnell ausgeführt. Stefan Reuter, der kann Dampf machen. Von hinten raus. Reuter und Foul von Rahn. Und es gibt natürlich Freistoß für die Bayern. Pflügler. Da ist Rainer Aigner. In seinem ersten Bundesligaspiel. Schöner Wechsel Effenberg. Olaf Thon. Immer noch Thon. Und es gibt den ersten Eckball für den FC Bayern München in der Partie gegen Hertha BSC Berlin. Sternkopf. Und abseits. Richtige Entscheidung. Olaf Thon und Manni Bender standen im Abseits. Deshalb Freistoß für die Hertha. Kulisse. Ein bisschen enttäuschend. Gut, es geht gegen den Tabellenletzten, der auch schon abgestiegen ist. Aber für die Bayern geht es ja immerhin noch um die deutsche Meisterschaft, um den 13. Meistertitel. Wie gesagt, 2 Punkte fehlen auf den ersten FC Kaiserslautern. Der das Spiel beruhigen soll im Mittelfeld. Sind bisher nicht allzu gut gelungen ist. Thomas Strunz beim Einwurf. Pflügler kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Aber Sternkopf hat aufgepasst. Also die Bayern klar besser. Die Bayern, die dominierende Mannschaft im Münchner Olympiastadion. Jürgen Kasper, der Unparteiische, die Partie bisher im Griff. Und Thon mit der ersten klitzekleinen Prüfung für den Hertha-Keeper. Oh,
So darf er da nicht reingehen. Und kann Glück haben. Oder hat besser gesagt Glück, dass er hier nicht die gelbe Karte bekommt. Nach diesem doch groben Einsteigen gegen Rainer Aigner. Also Hans-Jürgen Kasper vielleicht erste kleine Schwäche in dieser Partie. Da hätte es Geld für geben müssen. Und wieder die Beine dazwischen, Wohlfahrt, aber die Fahne oben des Linienrichters. Und auch hier kann es keine zwei Meinungen geben. Die Entscheidung völlig korrekt, Freistoß Hertha. Gut durchgesetzt. Manfred Bender mit der Reingabe. Also die Bayern werden zwingender in ihren Aktionen nach vorne. Klaus Augenthaler und ganz hinten sehen Sie auch noch Jürgen Kohler, die beide nicht teilnehmen können, beide verletzt. Deshalb hat Trainer Jupp Heynckes seine Hintermannschaft heute umbauen müssen. Eckball für Hertha BSC Berlin. Eine Sache für Uwe Rahn, den Torschützenkönig von 1987. Damals noch im Dress der Gladbacher Borussen. Laudrup. Gut gemacht und wird gelegt. Also Freistoß Bayern ist klar. Aber ob es auch noch eine gelbe Karte dafür gibt, ja, muss nicht unbedingt sein. Man kann es auch beim Freistoß bewenden lassen. War jetzt nicht so grob unsportlich, als dass Schiedsrichter Hans-Jürgen Kasper hier Geld geben müsste. Was natürlich im Umkehrschluss nicht heißt, dass es nicht schmerzhaft ist für den Dänen, den 21-Jährigen, der zu dieser Saison neu von Bayern 05 Uerdingen nach München wechselte und der auf Anhieb seinen Stammplatz bei den Bayern im Sturm gefunden hat, neben Roland Wohlfahrt. Aber gleich wieder aufgepasst, Laudrup. Thomas Strunz gegen Rahn. Oh, schlecht, technisch, mangelhaft, was die Hertha da zeigt. Und Manni Bender in den Lauf von Wohlfahrt, der legt quer, erste Chance, Reuter. Erste richtig gute Möglichkeit für den FC Bayern München
hier das 1:0 zu erzielen. Tolle Hereingabe von Brian Laudrup. Und dann kommt Stefan Reuter und scheitert an Markus Henger. Wieder die Bayern. Olaf Thon schießt doch. Macht er. Tor. 1:0 für den FC Bayern München. Und das hat sich angedeutet hier in den letzten Minuten. Die Bayern eindeutig Herr im Olympiastadion, Herr im eigenen Haus. Und die Führung völlig verdient. Toller Schuss von Olaf Thon. Setzt tückisch auf. Und ich würde behaupten, Markus Sehner ist machtlos bei diesem Treffer. Bender. Und Foul von Olaf Thon. Klare Sache. Freistoß Hertha. Faire Geste. Aber da muss sich der Kollege erst noch den Schuh anziehen. Denn ohne Schuhe spielt sich schwer. Also Jupp Heynckes, seine Bilanz bei den Bayern. 3 Jahre ist er da, 2-mal Meister. Kann sich durchaus sehen lassen und er kann zum 3. Mal in Folge mit den Bayern den Meistertitel holen. Die Bayern bissiger wie hier Stefan Reuter und kein Foul, Schwalbe Sternkopf, richtig gesehen von Schiedsrichter Kasper. Und vielleicht jetzt die Hertha mal. Hansi Pflügler gewohnt sicher. Und dann Stefan Reuter. Also diese Saison 1990-91 für die Bayern hat sie alles andere als gut angefangen. In der ersten Runde des Pokals verlor man mit 0:1 gegen Weinheim, einen Oberligisten. Und danach, Sie können sich's vorstellen, da war richtig schön viel Theater bei den Bayern. Das haben sie dann aber wieder wettgemacht mit dem Halbfinaleinzug in die Champions League, wo man an Roter Stern Belgrad scheiterte. Nachdem man das Hinspiel in München 1:2 verloren hatte, reichte in Belgrad ein 2:2 Unentschieden nicht. Und jetzt ist also die deutsche Meisterschaft der einzige Titel, den die Bayern in dieser Saison noch gewinnen können. Gut gesehen von Schiedsrichter Kasper, das Spiel hier weiterlaufen zu lassen. Und Einwurf für die Roten. Olaf Thon überlässt für Brian Laudrup. Missverständnis mit Roland Wohlfahrt. Spielaufbau für die Hertha. Das war mal wieder hartes Einsteigen und es gibt Gelb für Armin Goertz. Und dafür kann man ruhig die gelbe Karte zeigen für den 31-Jährigen.
Und Michael Sternkopf mit kurzer Behandlung. Der Dribbler, der so schwer vom Ball zu trennen ist in seiner ersten Saison für Bayern München. Elfenberg, Flügler verpasst. Also die Bayern dominieren das Spiel nach Belieben. Bisher keine einzige Torchance für Hertha BSC Berlin. Nicht mal annähernd vor das Tor von Raimund Aumann gekommen. Einen Fernschuss gab es von Holzer, der ging 4 Meter vorbei. Und ansonsten die Bayern hoch überlegen. Laudrup. Bender auf Effenberg. Kein Problem für Sena. Reuter schaltet sich oft ein in die Angriffsbemühungen der Bayern. Bender, schöne Finte, Bender. Und hat Reuter nicht aufgepasst oder hat kein Laut bekommen von einem Mitspieler, dass da noch ein Herthaner hinten reingerutscht ist. Sonst hätte er freie Schussbahn gehabt. Aber so Abstoß vom Tor der Hertha. Strunz, Aigner, Ton. Jetzt wird es eng da vorne. In die Gasse läuft Laudrup. Zu weit. Das Hinspiel übrigens eines der besseren Spiele der Hertha wohlgemerkt in dieser Saison. Und das soll auch nur heißen, dass man nicht verloren hat. Es endete 0:0. Effenberg, schöner Doppelpass, zweifacher Doppelpass mit Strunz, Effenberg. Aber Markus Ehner, also der Junghans-Vertreter, macht seine Sache prima beim bisher einzigen Tor, machtlos. Und was bisher zu halten war, hat er durchaus gehalten, Markus Ehner. Die Hertha ausnahmsweise mal in Richtung des Bayern-Tors. Einwurf. Das ist eine Sache für Uwe Rahn. Schlecht gemacht, Sternkopf, Glück gehabt. Und Michael Sternkopf, das muss das 2:0 sein, Sternkopf und wieder Sena.
Toller Konter der Bayern. Wow, so macht Fußball Spaß. Die Hertha mit einer schlechten Ecke. Und dann geht's zapp, zerab. Sternkopf läuft allein auf Senna zu. Einzig und allein der Erfolg blieb ihm verwehrt, weil Senna wieder einmal mit einer guten Parade aufwarten konnte. Also die Hertha mit dem 0:1 aus ihrer Sicht bisher gut bedient und auch er kann zufrieden sein, Jupp Heynckes und sein Co-Trainer Egon Cordes, denn man hat nicht das Gefühl, als würden die Bayern das Spiel hier noch aus der Hand geben können. Ballverlust. Aber diese Aktion typisch für das Spiel heute der Bayern, wenn sie den Ball verlieren. Sie holen ihn sich sofort zurück, machen einen extrem motivierten Eindruck. Kämpferisch starke Partie der Bayern bis zu diesem Zeitpunkt. Spielerisch, naja, teilweise. Reuter leitet fast jeden Angriff ein, der Bayern. Gefällt mir sehr gut heute der Aushilfslibero, der für Klaus Augenthaler den Part übernimmt. Foul ran an Wohlfahrt. Und einmal mehr Stefan Reuter. Schlecht gemacht von Bender. Ball vertändelt. Taktisches Foul. Flügler. So kann sich die Bayern-Abwehr schnell formieren. Abseits. Abseits. Viel Platz. Schön gespielt. Bender. Wohlfahrt stand schon hinten, lauerte. Aber dann doch die Kopfballabwehr der Herthaner. Und Uwe Rahn gegen Brian Laudrup. Einwurf Bayern. Also da läuft gar nichts. Momentan bei der Hertha das Mittelfeld heillos überfordert. Die bekommen keinen Ball an den Mann im Sturm. Auf Unglaube oder Kretschmer, da kommt gar nichts an bisher. Das spricht natürlich auch für das Bayern-Mittelfeld und vor allem für die Bayern-Abwehr, die die Räume geschickt zustellen. Dass die Hertha-Spieler einfach nicht genug Zeit haben, um den Ball anzunehmen und um den Ball an den Mann zu bringen. Ton gegen Rahn. Jetzt bin ich mal gespannt, was Schiedsrichter Kasper macht. Für meine Begriffe hat den Ton zuerst gehalten, aber er bekommt den Freistoß, der 25-jährige Ex-Schalker. Ab. 396 Bundesligaspiele, 219 Tore. Was für eine Bilanz für Jupp Heynckes. Damals für Borussia Mönchengladbach.
Schöner Wechsel, Effenberg, Bender, Strunz, Strunz, kann schießen, macht er, keine Gefahr, Ball vorbei, Abstoß Hertha. Thomas Strunz, zwei Länderspiele hat er bisher schon machen dürfen in seiner zweiten Saison bei den Bayern und in der ersten durfte er gleich die deutsche Meisterschaft feiern, der 23-Jährige. Die Bayern mit Vorchecking stören früh und ersticken somit jeden möglichen Spielaufbau der Hertha. Aber jetzt haben sie mal Platz, der Tabellenletzte. Aber schon wieder ist der Ball weg. Oh, nicht so gut gelöst von Olaf Thon, aber jetzt ist die Gefahr gebannt. Und schon rollt der Ball wieder Richtung Hertha-Tor. Laudrup im 1:1, kann er eigentlich nur gewinnen. Und was macht Schiedsrichter Kasper? Brian Laudrup. Ach, die Luft ist raus, die Luft ist raus. Zum Glück nur aus dem Ball und nicht aus dem Spiel. Ich habe gar nicht verstanden, warum beide nicht mehr zum Ball sind. Die haben es wahrscheinlich gehört, dass Pft. Da schauen wir noch mal hin. Ja, da zeigen sie beide auf den Ball. Was sollen wir machen? Luft raus. Also, der zweite Ball jetzt im Spiel in dieser Partie. Es steht nach wie vor 1:0 für den Titelverteidiger, für den FC Bayern München. Durch das Tor von Olaf Thon aus der 19. Spielminute. Die Herthaner verheerend in diese Saison gestartet. Den ersten von den bisher zwei Saisonsiegen, den gab es erst am 11. Spieltag. Und ich erwähnte es bereits, seit dem 2. Spieltag bis jetzt, bis zum 31. immer auf dem letzten Tabellenplatz. Und da wird sich auch nichts mehr dran ändern. Die Hertha schon abgestiegen. Schön auf Kretschmer. Und da ist das Tor. Das gibt's ja gar nicht. Sven Kretschmer. Also doch ein Tor für die Hertha. Der Ausgleich. Flügler nicht energisch. Und Raimund Aumann zu spät. Sven Kretschmer, einer der beiden Sturmspitzen mit dem 1:1 Ausgleich. Und danach sah es ja nun mal überhaupt nicht aus. 37. Minute. Es steht nur noch 1:1 aus Sicht der Bayern. Und jetzt müssen sie wieder was tun, wenn sie Kaiserslautern noch vom Tabellen Thron stoßen wollen und die deutsche Meisterschaft nach München holen wollen. Da brauchen sie heute unbedingt einen Sieg und zwar nicht nur heute, sondern auch in den letzten drei verbliebenen Bundesligaspieltagen. Aus. Schiedsrichter lässt weiterspielen, Ball ganz klar hinter der Linie. Und der erneute Aufbau. Also Stefan Reuter bekommt da hinten fast jeden Ball zugespielt. Olaf Thon. Und abseits von Manni Bender. Also dieses Tor für die Hertha fiel aus dem Nichts.
Das war wirklich die erste nennenswerte Aktion und die führt gleich zum Tor. Und den einzigen Vorwurf, den man den Bayern bis zu diesem Zeitpunkt machen muss, ist, dass sie vielleicht bis zum 16er oder bis 20 Meter vor das Tor ganz nett spielen. Aber danach ist es einfach nicht zwingend genug. Michael Sternkopf hatte die Riesenchance auf 2:0 zu erhöhen. Und jetzt haben sie die Quittung dafür kassiert. Strunz. Effenberg. Effenberg. Und da ist es. 2:1. Aber was für ein toller Pass von Michael Sternkopf, der auch gleich ankommt zum Gratulieren. Puh, das ist die hohe Fußballschule. Mit dem Außenriss, mit Effet weitergeleitet in den Lauf von Stefan Effenberg. War schade, die Zeitlupe zu spät eingestartet. Und dann Effenberg einen Tick vor Marco Sena. Und der alte Abstand ist wieder hergestellt. Bayern 2, Hertha 1, Effenberg 38. Spielminute. Stefan Effenberg in seinem ersten Jahr bei den Bayern, der 22-Jährige aus Gladbach an die Isar gewechselt. Und natürlich möchte er in seinem ersten Jahr hier sofort den Pott, besser gesagt die Schale, in die Höhe halten. Und nicht nur deshalb war sein 2:1 heute eminent wichtig, denn es fiel ja auch fast im Gegenzug nach dem Ausgleich der Hertha und gibt dem Bayern-Spiel bestimmt wieder mehr Sicherheit. Oh, Reuter muss Freistoß für die Hertha geben. Böses Foul, vielleicht auch die gelbe Karte. Was ist jetzt? Kameraausfall, bitten wir zu entschuldigen, aber da sind wir schon wieder. Also, ungestümer Angriff auf den Herthaner von Stefan Reuter und Freistoß für den Tabellenletzten. Und jetzt für einige Spielerzeit durchzuschnaufen. Nochmal, also für mich klare gelbe Karte. Schiedsrichter Hans-Jürgen Kasper lässt da doch mal Gnade vor Richter gehen. Und hoffentlich hat er sich da nicht ernsthaft verletzt. Der Marco Czernicke, der 21-jährige Mittelfeldspieler auf Seiten der Hertha. Denn das sah schon böse aus, wie Stefan Reuter ihm da von hinten in die Beine gefahren ist. Die Betreuer sind da, aber wenn ich es gerade richtig erkannt habe, dann ist er schon wieder auf dem Weg der Besserung. Jawohl, Marco Czernicke spielt weiter und die Partie wird fortgesetzt, natürlich mit dem Freistoß für die Hertha. Vier Mann, die in der Bayernmauer, Aigner, Sternkopf, Wohlfahrt und Brian Laudrup in Erwartung des Freistoßes. Und Flügler. Flügler rettet Eckball für Hertha BSC Berlin. Thomas Strunz, der seine Aufgabe im defensiven Mittelfeld heute sehr gut löst. Stefan Reuter, für mich einer der besten Bayern bis zu diesem Zeitpunkt. Raimund Aumann, auch er Weltmeister geworden letztes Jahr, wechselte sich auf der Bank immer ab mit Andreas Köpke. Aber hat natürlich keine Minute gespielt. Das blieb allein Bodo Uecker vorbehalten. Olaf Thon,
Der ist zu steil. Also noch, naja, ich denke mal, gut und gerne 2 Minuten zu spielen in der ersten Halbzeit zwischen Bayern München und Hertha BSC Berlin. Es steht 2:1, 1:0 Ton, 1:1 völlig überraschend Sven Kretschmer und dann das 2:1 Stefan Effenberg nach tollem Doppelpass mit Michael Sternkopf. Und das Ergebnis alles in allem hochverdient für den deutschen Meister. Lässt sich oft zurückfallen. Wieder Laudrup. Laudrup. Und da wird er gelegt. Und ich meine, den Pfiff gehört zu haben von Schiedsrichter Hans-Jürgen Kasper. Es gibt Elfmeter für die Bayern. Also hier das erste Halten, dann das Umkurbeln gegen Zena. Und dann die Sense von hinten. Klare Sache. Klare Sache, klarer Elfmeter. Da gibt es auch nichts zu beschweren auf Seiten der Hertha. Wir schreiben die 44. Minute. Olaf Thon ist derjenige, welcher jetzt vielleicht oder sicher das 3:1 für die Bayern. Eine Minute vor der Halbzeit. Und dieses Ergebnis jetzt standesgemäß, dass er Elfmeter schießen kann, das wissen wir nicht erst seit dem Halbfinale der Weltmeisterschaft in Italien gegen England. Olaf Thon, sein einziges Spiel von Beginn an gemacht in dieser Partie und dann beim Elfmeterschießen den letzten deutschen Strafstoß verwandelt zum 5:4. So auch jetzt. Also Bayern gegen Hertha 3:1 und sie bleiben den Lauterern im Nacken sitzen. Sie beißen sich fest an der Verfolgung des 1. FC Kaiserslautern, die ja noch mit 2 Punkten die Tabelle anführen. So, also Halbzeit. Hertha. Gut, da konnte man nicht viel erwarten, nach erst 2 Saisonsiegen und 16 Spielen ohne Sieg. Die Bayern sind im Soll. Es steht zur Halbzeit zwischen Bayern München und Hertha BSC Berlin. 3:1, 1:0 Thon, 1:1 Kretschmer, 2:1 Effenberg und 3:1 mit dem zweiten Treffer wieder Olaf Thon. Wir sind gleich zurück mit Halbzeit 2. Auf geht's zur zweiten Halbzeit zwischen Bayern München und Hertha BSC Berlin am 25. Mai 1991, dem 31. Bundesligaspieltag. Ein neuer Mann bei der Hertha, Dragutin Silic, ein Jugoslawe-Stürmer in der Partie für René Unglaube. Die Bayern führen 3:1, zweimal Thon zum 1:0 und 3:1. Sven Kretschmer besorgte den zwischenzeitlichen Ausgleich und Stefan Effenberg dann die Führung für die Bayern. Das heißt natürlich, die Bayern jetzt von links nach rechts. Und Jupp Heynckes hat überhaupt gar keinen Grund, in seiner Mannschaft Wechsel vorzunehmen. Muss ja eh auf Kohler und Augenthaler verzichten. Und da stellt sich die Abwehr fast schon von alleine auf.
erste Aktion des eingewechselten Cilic. Und Raimund Aumann mit einem bisher sehr, sehr ruhigen Nachmittag bekam eigentlich nur einen Ball aufs Tor. Und der saß, aber ansonsten hatte er überhaupt nichts zu tun. Rainer Aigner bleibt hängen und Einwurf für die Hertha. Der ist zu weit. Hat er doch noch gekriegt, also Einwurf Hertha. Für die es ja wirklich nur noch um die Ehre oder um neue Verträge geht. Hertha seit dem 29. Spieltag stehen sie schon als erster Absteiger dieser Saison fest. Nach dem Aufstieg also sofort der direkte Wiederabstieg. Und ob sie dann in der zweiten Liga spielen oder wegen Lizenzproblemen sogar noch weiter runter müssen, das wird sich noch zeigen. Schlechter, schlampiger Ball von Effenberg. Ton muss helfen. Und da ist er wieder. Der zweifache Torschütze bisher auf Pflügler. Effenberg. Der Effenberg will jetzt ein bisschen zaubern beim Stand von 3:1. Aber beide Aktionen, die er bisher hatte in den zweiten 45 Minuten in dieser Anfangsphase, gingen beide daneben und abseits ran. Reuter mit Dampf nach vorne. Pflügler. Ton. Die Bayern machen genau da, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Sie setzen die Hertha mächtig unter Druck. Schöner Pass auf Wohlfahrt. Oh! Den kann man aber mal machen. Roland Wohlfahrt. Verzieht er. Ja, ist volles Risiko gegangen. Und ja, Markus Sehner im Glück, dass Roland Wohlfahrt den Ball nicht mit dem richtigen Winkel erwischt hat. Denn sonst wäre es das 4:1 gewesen. Also am Hertha Keeper, der gerade auch den Winkel geschickt verkürzt hat, liegt es wirklich nicht. Aber was ist jetzt? Wohlfahrt und jetzt macht er ihn. 4:1 für die Bayern, 50. Spielminute. Und okay, das Spiel ist gelaufen, aber für ihn ein ganz wichtiger Treffer. Vielleicht, denn es geht für Roland Wohlfahrt ja auch noch um die Torjägerkanone der Fußball-Bundesliga. Und das war Treffer Nummer 19. Er liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Jan Furtog vom HSV. Und jetzt ist Wohlfahrt wieder vorne, Treffer Nummer 19. Und wie sich das anfühlt, Torschützenkönig zu sein, das kennt er schon. Denn er wurde 1989 damals mit 17 Treffern Torschützenkönig. Na also, und heute hat er schon den 19. erzielt. Und es bleiben ja noch 3 Spieltage. Und auch hier sind noch 40 Minuten zu spielen. Die Hertha mit einem der seltenen Angriffsbemühungen
Aber was soll's denn? Die können doch aufspielen, die können doch völlig befreit agieren. Haben nicht mehr den Druck oder den Stress. Sie sind doch schon abgestiegen. Aber er hat Druck, er hat Stress. Er will zum dritten Mal in Folge mit den Bayern Meister werden. Jupp Heynckes. Rainer Aigner. Sternkopf. Lautrup. Ton gegen Rahn, Schiedsrichter lässt Vorteil gelten. Der neue Mann, Dragutin Silic. Ja, Peter Neururer. Viel kann er nicht ausrichten. Er ist seit dem 13. März im Amt bereits der dritte Hertha-Trainer in dieser Saison. Also auch wenn es jetzt schon 4:1 spielt, die Bayern lassen nicht nach, sind nach wie vor giftig, versuchen den Gegner unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen, was gerade Michael Sternkopf praktiziert hat. Freistoß Bayern nach dem Schieber an Aigner, 23 Jahre alt. Steht heute zum allerersten Mal in der ersten Mannschaft des FC Bayern München und macht sein erstes Bundesligaspiel. Ton bekommt er noch, den Ball von Reuter. Abstoß Hertha. Olaf Ton, zweifacher Torschütze bisher. Den Elfmeter eiskalt verwandelt und den wichtigen Führungstreffer erzielt. Der 25-Jährige, eine feste Stütze bei den Bayern. Oh, schöner Ball von Strunz, Wohlfahrt und da ist es! 5:1 für die Bayern, zweiter Treffer. Für Roland Wohlfahrt innerhalb von 3 Minuten, Treffer Nummer 20. Keine Chance für Markus Sellner. Kommt ein bisschen zu spät aus dem Tor. Also okay, vielleicht hätte er drin bleiben müssen. War ja noch ein Hertha-Spieler dabei, sei es drum. Bayern 5, Hertha 1. Und der junge Schlussmann hat bisher wirklich kein schlechtes Spiel gemacht, der 19-Jährige. Und musste trotzdem 5-mal hinter sich greifen. Der Vertreter des verletzten Walter Junghans. Reuter, schön gespielt. Oh, das sieht gut aus, was die Bayern da machen. Oh, schauen Sie Stefan Reuter an, wie schnell der ist. Und jetzt die Chance für die Hertha. Aumann. Also den kann man mal machen. Sven Kretschmer, das erste Tor für die Hertha, hat er schon gemacht. Und diese Chance, das ist ein Pflichtprogramm für einen Torjäger. Auch daran die Hertha in dieser Saison gescheitert, die mangelnde Torausbeute. Da waren sie offen, die Bayern, nachdem Stefan Reuter weit mit nach vorne gegangen ist. Der Libero, der eigentlich hinten absichern soll, und da ist keiner für ihn hinten geblieben. Und ein bisschen
ist das so wie, naja, ich mag jetzt nicht den Begriff Schülermannschaft nennen, aber wenn man 5-1 führt, dann möchte halt jeder mal nach vorne, auch die Abwehrspieler, gerne mal ein Tor schießen. Aber uns kann es nur recht sein, je mehr Torraumsituationen wir sehen, umso schöner. Hertha, richtig entschieden, Effenberg, zuletzter Ball. Abseits, Brian Laudrup zu früh gestartet und Hans-Jürgen Kasper hat richtig entschieden. So, was gibt's jetzt? Ein Wechsel, das dürfte sein Thorsten Gubicke, der jetzt in die Partie kommt. Eigentlich ein Verteidiger, ein Gelernter. Seit 1985 im Verein. Und Uwe Rahn verlässt gefrustet das Münchner Olympiastadion. Da haben wir Gubicke das erste Mal am Ball. Und dann, oh, Cilic, der zur Halbzeit eingewechselte Jugoslawe, nur noch 5:2, strammer Schuss. Olaf Thon segelt unter der Flanke vorbei. Und dann strammer Schuss. Unhaltbar für Raimund Aumann. Gut gemacht vom Jugoslawen im Hertha-Dress. Also, nur noch 5:2 für die Bayern. Strunz, Achtung! Flügler, Effenberg. Flügler, aber Gubicke dazwischen. Also munteres, tolles Fußballspiel hier und Jupp Heynckes kann doch durchaus zufrieden sein. 5 Treffer erzielt, nur 2 bekommen. Es ist noch alles im Lot für die Bayern, alles noch drin. Sie können immer noch deutscher Meister werden im Jahr 1991. Das sieht böse aus. Ist aufs Hinterteil gefallen. Hier im Duell gegen Michael Sternkopf. Bleiben beide liegen. Ja, auf den Rücken gefallen. Schmerzhafte Angelegenheit, aber ich denke, er wird gleich wieder stehen, der Berliner. Mit seinem Stockfehler sieht man ganz selten bei dem technisch versierten
Flügelflitzer. Die Bayern-Fans natürlich bester Laune. 5 Tore haben sie gesehen ihrer Mannschaft. Und das nach 63 Spielminuten. Flügler mit seiner ganzen Routine hat aufgepasst. Der 31-Jährige, 11 Länderspiele gemacht. Gehörte ja auch zum Kader der Weltmeister 11. Und die Hertha. Raimund Aumann mit eleganter Ballannahme. Also Effenberg in der ersten Halbzeit um einiges stärker als in den zweiten 45 Minuten. Bei ihm hat sich so ein bisschen der Schlendrian eingeschlichen. Kretschmer. Und Aigner dazwischen. Bei Bayern, den Manni Bender rausgeholt hat. Jahre alt, sein Hitzkopf, schon zweimal rot gesehen. Die Saison, Manfred Bender, und da fällt der Ball dem Thomas Strunz nach dem Kopfball von Olaf Thon vor die Füße. Und da ist er so perplex und so überrascht, dass er den nicht reinkriegt. Also weitere gute Möglichkeit für die Bayern. Reuter, für mich heute einer der besten Münchner. Auf Thon. Gutes Auge gesehen, dass Bender sich freigemogelt hat. Olaf Thon wieder, der Ballverteiler, dann Rainer Aigner. Sternkopf, der ist nicht zu halten. Und bekommt er jetzt den Freistoß? Nee, bekommt er nicht. Schiedsrichter Gasper sagt weiterspielen, aber die Bayern eindeutig überlegen in dieser Partie. Wenn sie mal den Ball verlieren, schuppdiwupp, holen sie ihn sich wieder. Da wurde es dann doch noch mal ein bisschen gefährlich. Sven Kretschmer,
der 20-Jährige im Kopfballduell gegen Rainer Aigner. Reuter unermüdlich unterwegs. Findet keine Anspielstation und dann geht's zurück. Und hintenrum Neuaufbau der Bayern. Hansi Pflügler bringt Rainer Aigner da in Schwierigkeiten. Bender, Reuter bietet sich an, bekommt den Ball. Gut gesehen, wie der Bender Effenberg steht. Also ich bleibe dabei, Stefan Effenberg mehr als untergetaucht in Halbzeit 2. Chance für die Hertha. Strunz ist da, blockt den Ball ab. Effenberg, Jan Laudrup, das ist zu eng, viel zu viel Klein-Klein-Spiel. Und die Herthaner kommen in Richtung des Tores von Raimund Aumann. Abseits. Kopf, also sehr belebend heute für das Bayern-Spiel. Thun! Fast mit seinem dritten Treffer heute. Hätte er den Ball vielleicht auch noch mal reinlegen können auf Steinkopf, der durchgelaufen war. Christian Ziege macht sich bereit bei den Bayern. Er, der die Bayern letzte Woche beim 3:2 in Dortmund im Meisterschaftsrennen gehalten hat. Und das überrascht mich nicht, dass Stefan Effenberg raus muss. Also Christian Ziege, der 19-Jährige in seiner ersten Bundesliga-Saison. Er hat dafür gesorgt am letzten Spieltag, dass die Bayern in der 87. Minute in Dortmund mit 3:2 als Sieger den Platz verlassen haben. Sonst wäre der Abstand zu Lautern noch größer geworden. Aber durch seinen Treffer beträgt er nach wie vor nur noch 2 Punkte. Christian Ziege gilt als großes Talent für den deutschen Fußball auf der linken Seite. Linksfuß, Defensivspieler. Schauen wir mal in den letzten verbliebenen 20 Minuten, ob er uns noch was zeigen kann. Da haben wir ihn, das erste Mal am Ball. Und Foul an Michael Sternkopf, der zu den besseren Spielern gehört heute, zweifelsfrei. Und auch hier klare Sache, gut gesehen, Hans-Jürgen Kasper mit dem Pfiff. Und Freistoß Bayern. Kasper moniert die Mauer, der Schiedsrichter schnell ausgeführt. Bender.
Und Kretschmer klärt zur Ecke für den FC Bayern München. Und von der rechten Seite die Sache von Michael Sternkopf. Ziege, Sternkopf. Laudrup. Strunz. Powerplay der Bayern. Bender in der Mitte, steht Olaf Thurm und es heißt 6:2, der dritte Treffer für Olaf Thurm in diesem Spiel. Nach der schönen Vorarbeit von Manni Bender, Olaf Thurm mit seinem dritten Treffer. 10er ohne Chance. Bayern 6, Hertha 2. Hoffentlich wird das nicht noch zum Debakel. 18 Minuten noch zu spielen im Münchner Olympiastadion. Also das sieht alles ein bisschen hilflos aus, was die Kollegen aus Berlin dort anbieten. Da ist kein richtiger Zug, da ist kein richtiger Schwung dahinter. Und man hat nie das Gefühl gehabt in dieser Partie, auch nicht nach dem zwischenzeitlichen 1:1, als könnten die Bayern hier das Spiel nicht gewinnen. Vorchecking der Bayern wieder mal zum Erfolg geführt. Peter Neururer, ja, was will er noch machen mit dieser Mannschaft? Kann einem schon ein bisschen leid tun. Der Coach, der Hertha, seit Mitte März erst im Amt die Mannschaft auf einem Abstiegsplatz übernommen. Auch unter ihm noch kein Sieg. Der Hertha. Ziege. Sternkopf. Sternkopf. Ziege. Schöner Doppelpass mit Strunz. Der Ball in die Mitte. Und wer ist da? Manfred Bender. Jetzt haben sie 7 Stück kassiert. Die Herthaner, Manni Bender mit seinem ersten Treffer in dieser Partie. Und macht sich selbst ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Gestern feierte Manfred Bender seinen 25. Geburtstag und darf sich heute nach schöner Vorarbeit von Christian Ziege in die Torschützenliste dieses Spiels eintragen. Bayern München, Hertha BSC Berlin. Es steht 7:2. Und er wird diesen Tag bestimmt nicht so schnell vergessen, auch wenn es alles andere an ihm lag, dass die Bayern hier 7 Stück kassiert haben. Zu 2 auf jeden Fall schon jetzt das torreichste Spiel dieser Saison. Und die Hertha kann einem wirklich leid tun.
Über den Torschützen, einmal Ziege. Reuter und dann Thomas Strunz. Mit brachialer Gewalt. Die Chance für die Hertha, Reino Daumann. Gut pariert diesen Schuss. Und Freistoß, Freistoß, Freistoß für Hertha BSC Berlin. Den Absteiger, den Tabellenletzten. Also die Bayern dann doch jetzt ein bisschen nachlässig. Das gibt Gelb. Nicht für diese Aktion, sondern später, da hat man nochmal die Chance. Und Stefan Reuter im Gespräch mit dem Unparteiischen, mit Hans-Jürgen Kasper. Und das war Gelb. Oh, völlig zu Recht. Für Christian Ziege. Oh, das hat wehgetan. Ohne Rücksicht auf Verluste. Der 19-Jährige. Bender, Strunz, Ziege, Laudrup, Wohlfahrt, Aigner in der Mauer der Bayern von links nach rechts. Und da hat man noch Zeit für ein kleines Pläuschen. Also Freistoß Hertha. Vielleicht nochmal zur Ergebnis. Korrektur. Und das war auch noch abseits von Sven Kretschmer. Also es bleibt beim 7:2 für die Bayern. Doch schon ein bisschen den Eindruck, als hätten die Bayern jetzt die Zügel ein bisschen schleifen lassen. Kein Wunder bei einem Stand von 7:2. Da muss man nicht mehr voll nach vorne, da muss man nicht mehr volles Risiko gehen. Und das ist der einzige Grund, warum die Hertha jetzt ein bisschen besser ins Spiel kommt. Wird es ja noch ernst zur Sache gehen. Hertha BSC Berlin würde kein Land sehen. Kretschmer gut gekämpft. Witzke mit dem Fehlpass. Und Laudrup, der heute eher blass und unauffällig blieb. Ton, toller Pass auf Reuter. Wer kommt? Zumindest kein Münchner. Hätte man auch pfeifen können nach diesem Schubser gegen Sternkopf. Schiedsrichter Kasper lässt weiterlaufen und die Bayern schon wieder in Ballbesitz. Mit Reuter und dann Olaf Thon. Also drei Tore hat er schon gemacht. Reicht auch für heute.
Also ihm vielleicht nicht. Uli Hoeneß, Jupp Heynckes. 7 Bayern-Tore heute in einem Spiel. Das gab es wirklich schon lang nicht mehr. Gut gelöst, Stefan Reuter, Manni Bender. Zu steil für Christian Ziege. Oh, wie ist das schön, die Bayern-Fans. Wie schön es ist, das werden sie spätestens in 3 Spieltagen wissen. Dann nämlich, wenn die Bundesliga-Saison 90-91 zu Ende geht und sie dann endgültig wissen, ob sie die Überraschungsmannschaft aus Kaiserslautern noch eingeholt haben im Kampf um den Titel. Also Thorsten Gowitzke gefällt mir gut, fightet und beschert seiner Mannschaft damit viel Ballbesitz. Erobert viele Bälle der Mann mit der Nummer 12 im weißen Trikot. Auf Strunz, Bände, Missverständnis mit Strunz, Einwurf Hertha. So, da gibt es nochmal einen Wechsel. Das sieht aus, als würde Brian Laudrup rausgehen. Und der Mann mit der Nummer 12, das ist Allan Nielsen. Also, Dene für Dene. Brian Laudrup raus, hat keine Bäume zerrissen heute. Allan Nielsen rein, 20 Jahre alt, 6 Länderspiele in seinem allerersten Spiel für die Bayern heute. Der Neuzugang, also am 31. Spieltag, mit seinem ersten Einsatz für den deutschen Meister. Und kann gehen, schießen. Macht noch einen Haken, Reuter. Und es gibt Freistoß für Hertha BSC Berlin. Er schaut auf die Uhr, es dürften noch ca. 5 Minuten zu spielen sein. Die Schiedsrichter Hans-Jürgen Kasper hier noch laufen lässt. 7:2 für die Bayern, das Spiel ist durch, klare Sache, da wird nicht mehr viel passieren. Und die Hertha mit dem vorerst letzten Spiel im Münchner Olympiastadion. Denn die Hertha in der nächsten Saison nur noch zweitklassig. Deutscher Meister wird nur der FCB, ja, so war es zumindest 1989, 1990 und wie sieht es jetzt 1991 aus? 2 Punkte fehlen auf den ersten FC Kaiserslautern. Nochmal die Hertha und da ist er drin! Da ist er drin! Marco Czernicke!
Nur noch 7:3. Ganz schöner Angriff. Zernike behauptet schön den Ball, bringt sich zwischen Strunz und die Kugel. Und Strunz verzichtet auf einen Strafstoß und lässt Zernike zum 7:3 einschießen. Also 10 Tore in einem Bundesligaspiel, Freunde, was wollen wir mehr? War jetzt nicht so, als wäre es ein super, duper, hochklassiges Spiel gewesen. Dazu war die Hertha einfach zu schlecht, das muss man so klar und deutlich sagen. Und auch die Bayern haben den Fußball nicht zelebriert. Vielleicht Ausnahme das 2:1 durch Stefan Effenberg, als dieser tolle Doppelpass gespielt wurde mit Michael Sternkopf. Das war Fußball vom Allerfeinsten. Aber wenn man 7 Tore schießt, dann kann man auch nicht alles schlecht reden. Also die Bayern überlegen diese Partie geführt. Und falls sie schon vergessen haben, bei so vielen Toren kann das schon mal vorkommen. Noch einmal ganz kurz das 1:0 Olaf Thon. Dann der zwischenzeitliche, mehr als schmeichelhafte Ausgleich für die Berliner durch Kretschmer. Fast im Gegenzug Stefan Effenberg 2:1 und dann noch vor der Halbzeit Olaf Thon mit seinem zweiten Treffer per Foul-Elfmeter zum 3:1. In den zweiten 45 Minuten Doppelpack Roland Wohlfahrt, 50. 53. mit seinem 20. Saisontreffer. Er ganz weit vorne jetzt in der Torschützenliste. Nicht er hier, Manni Bender, sondern Roland Wohlfahrt. Dann das 5:2, Dragutin Cilic in der 58. Minute, 6:2, Olaf Thon mit seinem dritten Treffer, 7:2, Manni Bender und eben gesehen das 7:3 durch Marco Zernike. Dann mit den 9, Arne Nielsen. Also beste Bayer für mich heute Stefan Reuter, der das Spiel von hinten raus bestimmt hat, mit seinen klugen Bällen nach vorne und mit seinen Vorstößen immer für Gefahr sorgte. Auch Michael Sternkopf gehörte zu den Besseren und natürlich auch der dreifache Torschütze Olaf Thon. Und bei der Hertha hat mir eigentlich in der ersten Halbzeit ganz gut gefallen Marco Sena, der Torhüter, der noch 2, 3 gute Bayern-Möglichkeiten unter anderem auch von Sternkopf in der ersten Halbzeit zunichte gemacht hat. Und ansonsten war es das auch schon, was die Hertha an guten Spielern heute auf dem Feld hat. Das muss man leider so klar und deutlich sagen, die Mannschaft ist nicht erstligatauglich. Deshalb auch schon seit 2 Spieltagen abgestiegen. Seit dem 2. Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz. Und damit kann man einfach nicht konkurrieren mit dem Spielermaterial, das die Hertha in dieser Saison zur Verfügung hat. Bisher 2 Trainer zerschlissen. Werner Fuchs, Paul Czernay, Peter Neururer. Und die Bayern freuen sich. Da sehen Sie noch Jürgen Kohler, verletzt, heute nicht dabei. Also Bayern 7, Hertha 3 der Endstand. Hertha steigt ab, das wussten wir schon vorher. Ob die Bayern Meister werden können, das wissen wir noch nicht. Dazu müssen sie noch 2 Punkte aufholen auf dem ersten FC Kaiserslautern. So, das war's aus dem Münchner.